Hey Leute, heute zeige ich euch meine Morgenroutine im Winter und dieses Video ist eine Kooperation mit der lieben Charlie vom Kanal Charlina. Ihr Video ist am Ende verlinkt, sie zeigt euch eine Abendroutine für den Winter und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem Video. Meine Routine beginnt natürlich im Bett um 6.15 Uhr, denn da klingelt mein erster Wecker. Und wenn ich mich dann irgendwann aufgerafft habe, zum Schreibtisch zu gehen und ihn auszumachen, ich habe nämlich an meinem Bett leider keine Steckdose, dann lege ich mich wieder ins Bett und bin erstmal ein bisschen am Handy und manchmal lese ich auch. Dann stehe ich auch schon auf, um ca. 6.40 Uhr und dann öffne ich erstmal mein Adventskalendertürchen. Ich habe noch so einen Adventskalender von der Bravo, der ist aber irgendwie ein bisschen unnötig, der war einfach bei der Zeitschrift dabei, den öffne ich dann auch. Und ich habe so einen Christmas Countdown und da versetze ich die Klammer dann auch einen Tag weiter. Und dann ziehe ich mich auch schon an, also ganz normale Sachen für die Schule halt. Meine Haare kämme ich dann auch noch. Und meistens mache ich mir einfach einen Pferdeschwanz. Manchmal, aber eher selten, schminke ich mich noch, aber dann benutze ich nur Wimperntusche, also nichts Besonderes. Und danach putze ich mir auch schon die Zähne. Danach habe ich meistens noch ein bisschen Zeit und dann lese ich nochmal. Das ist echt unnötig, dass ich so früh aufstehe. Ich weiß, ich könnte länger schlafen, aber ich mag das eigentlich, wenn man morgens noch sehr viel Zeit hat und dann noch so schöne Sachen machen kann. Irgendwann merke ich dann, oh shit, jetzt ist es schon echt spät und dann muss ich mich wirklich beeilen. Ich renne dann erstmal runter. Und da ziehe ich mir dann als erstes meine Schuhe an. Und eine Jacke darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann gehe ich auch schon aus dem Haus. Um ca. 7.20 Uhr gehe ich dann auch schon zum Bus. Und das war es schon mit meiner Routine. Schaut jetzt auf jeden Fall bei Charlies Video vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!